Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Seit gut 9 Monaten begleitet mich dieses 13 Zoll MacBook Pro, in dem Fall aus dem Modelljahr 2016, wobei mein Fazit, weil darum soll es heute gehen, sicherlich auch für das Modelljahr 2017 passt. Und ich möchte heute, wie gerade angekündigt, einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, die verschiedenen Punkte beleuchten. Wie zufrieden bin ich mit dem Gerät? Gab es Probleme? Gibt es Probleme? Und dann ganz am Ende auch nochmal für mich persönlich das Fazit ziehen. Würde ich dieses MacBook in dieser gleichen Ausstattung noch einmal kaufen? Ja oder nein? Aber fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ich habe mich hier in dem Fall, wie ihr seht, für die 13 Zoll Variante ohne Touchbar entschieden. Hier oben ist keine Touchbar. Der Grund war ganz einfach, dass dieses Modell hier der Einstieg ist, also die preiswerteste Variante. Und ich gesagt habe, okay, ich habe zu Hause noch ein richtig performantes 15 Zoll MacBook Pro. Und dieses Gerät soll hauptsächlich für, ich sag mal, den Office-Alltag da sein. Und vor allem, ich bin Mitarbeiter im Außendienst, eben auch für meine Außendiensttermine. Und dafür nutze ich es auch. Das heißt, zu Hause im Homeoffice mit 2 externen Full-HD-Monitoren. Das interne Display ist zu Hause also immer zugeklappt und unterwegs dann sehr, sehr häufig, klar, natürlich in der Kombi mit dem internen Monitor, aber auch hier seht ihr schon mein Dongle Live. Ich habe hier so einen Dongle von Quack Quack, den habe ich hier auf meinem Kanal auch schon vorgestellt. Ich verlinke den euch aber nochmal in der Videobeschreibung und hier auch den Original Apple Adapter, dann in Kombination mit Beamern für Präsentationen und eben auch sehr großen Monitoren und solchen Dingen. Die Specs in diesem 2016er Gerät sind 2 GHz Core i5 mit 8 GB RAM und eine interne Intel Iris 540 Grafikkarte. Ich sag mal, besser geht immer. Das ist klar der Einstieg. Ja, und die Frage ist ganz einfach, reicht das aus? Und aber ich will auf dieses Thema, reicht das aus, noch gar nicht eingehen, sondern wir fangen mal ganz, ganz vorne an. Das erste, was mir damals aufgefallen ist, vor 9 Monaten, als ich dieses Notebook, dieses MacBook hier ausgepackt habe, ist die Tastatur. Und das war auch zu Beginn mein erster Kritikpunkt, sage ich mal, wobei Kritik relativ ist, also mein erster Punkt oder das erste Thema, auf das wo ich einfach geteilter Meinung war. Und ich kann euch mittlerweile sagen, nach dem ersten in die Hand nehmen, sind keine 2 Tage vergangen und ich habe diese Tastatur geliebt und ich tue es immer noch. Also ich persönlich mag den knackigen, kurzen Druckpunkt, auch wenn das so ein bisschen klackert beim Schreiben, persönlich sehr. Es ist sogar so, wenn ich jetzt an mein 15 Zoll MacBook Pro dran gehe, das ich zum Videoschnitt verwende, dann kommt mir das sogar eher schwammig und seltsam vor. Also für meinen Geschmack ist diese Tastatur wirklich gut und ich habe mich sehr, sehr schnell eingewöhnt, noch besser als erwartet. Was aber der Fall ist, es gibt Tasten, wie zum Beispiel hier die Taste nach oben bei mir, da muss man einfach etwas fester draufdrücken, damit sie reagiert. Also es gibt Tasten, die kann ich ganz normal antippen und es gibt Tasten, da muss ich minimal fester drauf drücken. Und genau aus dem Grund habe ich dann auch, bevor das Notebook selbst 1 Jahr alt wurde, AppleCare Plus abgeschlossen, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich gehe auf Nummer sicher, falls mit dem Gerät irgendwas sein sollte und auch mit der Tastatur. Ich möchte mich mit Apple da gar nicht rumärgern, mit das Gerät ist irgendwann außerhalb der Garantie, die gesetzliche Gewährleistung greift etc. Da ist man mit AppleCare einfach immer gut bedient, auch wenn das natürlich hier ein Tacken für das Gerät kostet. Aber ich bin da ganz gerne auf Nummer sicher und habe so ziemlich für alle meine Apple-Hardware und ich besitze einiges in der Zwischenzeit AppleCare Plus abgeschlossen und muss jeder selbst entscheiden. Ich habe das hier aus Sicherheitsgründen auch speziell wegen der Tastatur ganz einfach getan. Ja, also das schon mal mein Fazit zur Tastatur. Finde ich wirklich, wirklich gut und wirklich, wirklich gelungen. Lässt sich super drauf tippen. Dann das Trackpad. Ich persönlich mag das Trackpad sehr. Es ist so, dass das Trackpad natürlich deutlich größer geworden ist zu den vorhergehenden MacBooks. Und wenn man schreibt, hat man natürlich ab und an den Handballen so hier auf diesem Trackpad drauf liegen. Und da hat Apple eine grandiose Arbeit geleistet. Man merkt, oder die Handballenerkennung ist so gut, dass
dass ich noch nie beim Arbeiten irgendwie die Maus bewegt habe, irgendwas Falsches angeklickt habe. Also, ich sag mal, das Trackpad ist sowieso das Beste, wie ich finde, was man auf dem Markt bekommt. Und in dieser Größe jetzt nochmal im Speziellen, also eine ganz, 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 ganz tolle Sache, kann ich wirklich nur in den höchsten Tönen loben. Also Tastatur und Trackpad, wie ich finde, beides wirklich sehr, sehr gut. Ja, dann Lüfter bzw. Lüftergeräusch hier auf der Rückseite, ne? Da bläst das Notebook ja raus oder wenn es dann aufgeklappt ist hier oben auf der Oberseite. Und ich habe, wie gesagt, das 2016, also kurz vor der Umstellung, 15 Zoll MacBook Pro. Und da ist es einfach so, egal was man macht, wo man ein bisschen das Gerät fordert, der Lüfter ist sofort penetrant da und man hört ihn richtig, richtig laut. Das ist bei diesem Gerät hier überhaupt gar nicht der Fall. Also das Notebook ist zu 99% meiner alltäglichen Arbeit flüsterleise. Was alltägliche Arbeit ist, kommen wir gleich nochmal dazu. Und wenn der Lüfter angeht oder wenn die Lüfter angehen, selbst dann sind die sehr, sehr angenehm und nicht penetrant laut. Also das ist ein erheblicher Vorschritt zu dem, was ich davor an Mac-Hardware hatte. Also auch einen dicken Daumen nach oben für das Thema Lüfter. Ja, Sound, also ihr seht, bisher bin ich wirklich mit den Komponenten, die ich hier anspreche, wirklich sehr, sehr zufrieden. Sound auch. Ich mache mal ein eigenes YouTube-Video von mir an, in der Hoffnung, und dass ihr das jetzt über das Mikrofon hört, mach ein bisschen lauter. Keine Lifehacks mehr. Irgendwann kann ich das Teil einfach in die Tonne werfen. Und ja, aus dem Grund habe ich mich auf die Suche begeben. Ja, das war jetzt mal ein aktuelles Video über das Lightning-Kabel. Ich weiß nicht, ob ihr das über das Mikrofon gut gehört habt, aber für dieses kleine Gerät ist der Sound grandios. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich bin da sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Sound. Selbst zu Hause habe ich jetzt keine externen Monitoring-Speaker oder irgendwelche externe Anlagen hier angeschlossen. Für mich persönlich selbst, für das, ich sag mal, tägliche YouTube-Videos gucken etc., reicht mir, oder auch so WebEx-Konferenzen zum Beispiel, reicht mir der interne Sound von dem MacBook wirklich aus. Also das auch einen dicken Daumen nach oben. Ich denke, und das hört ihr hier auch so ein bisschen raus, ich bin im Großen und Ganzen mit dem Gerät hier sehr, sehr zufrieden. Und das, was ich jetzt hierüber erzähle, ist auch sicherlich adaptierbar auf die Variante mit Touchbar und auch auf die 15-Zoll-Geräte, weil die Komponenten, ich sag mal, das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, ja hier auch für die meisten Geräte analog genauso gilt. Ja, dann kommen wir mal zum Display. Das Display selbst ist gestochen scharf. Also ich meine, über die Mac-Displays braucht man, glaube ich, prinzipiell nichts mehr groß erzählen. Das ist grundsätzlich eine geniale Geschichte. Und die Helligkeit, die Schärfe von diesem Display, wenn man unterwegs ist, also es gibt überhaupt nichts daran auszusetzen. Also auch da Daumen nach oben, Display von diesem MacBook ist 1A, auch ich sag mal, die wirklich, wenn man Texte schreibt, E-Mails liest, die Schärfe und wirklich, also das Feeling von diesem Display, ich weiß gar nicht, wie ich es mit Worten ausdrücken soll, aber gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Also Display rundum bekommt von mir wirklich einen klaren Daumen nach oben. Dann, und ich sag mal, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel Lob über dieses Gerät gehört, sprechen wir mal über das Thema Performance. Bei der Performance ist es so, dass ich so ein bisschen zweigeteilt bin. Also grundsätzlich muss man unterscheiden oder sich fragen, was ist meine Erwartungshaltung an dieses Gerät? Wenn ihr so normale Office-Tätigkeiten damit durchführt, das heißt Internet-Surfen, E-Mails und solche Geschichten, also wirklich über YouTube-Videos gucken, also so Standard, ja, dann reicht euch die Performance von diesem Gerät, von der i5-Core und auch den 8 GB Arbeitsspeicher dicker aus. Also da ruckelt nicht, selbst mit zwei externen Monitoren dran ist es super, also Full-HD-Monitoren wohlgemerkt, bei 4K-Monitoren habe ich jetzt keine Erfahrung, weil ich habe zwei Full-HD-Monitore dran, ist das vollkommen ausreichend und wirklich, wirklich gut. Wenn ihr aber, und da kommt die Einschränkung, zum Beispiel über Parallels bzw. VMware Fusion ein virtuelles Windows auf diesem Gerät laufen lassen wollt, dann merkt man schon, dass das alles sehr, sehr hakelig ist. Ich schneide meine Videos hier für YouTube ja immer in 4K. Das tue ich auf meinem 15-Zoll MacBook Pro, was auch Full-Spec ist. Wenn ich das habe ich auch testweise hier mit diesem MacBook 13-Zoll mal getan, wenn ich jetzt hingehe und importiere hier ein 4K-Video in Final Cut Pro, weil damit schneide ich meine Videos, dann geht das,
einigermaßen flüssig. Hier und da merkt man, wenn man es jetzt in voller Qualität einfach in der Timeline hin und her scrollt, dass da schon so ein bisschen hin und her springt. Aber im Großen und Ganzen geht das. Ich würde jetzt auf keinen Fall hochkomplexe, ich sag mal mehrere 4K-Clips übereinander legen und laufen lassen mit Color Grading in Kombination mit anderen Dingen, die das Notebook sehr, sehr fordert. Ich glaube, da muss man realistisch sein, da ist das Gerät nicht für gebaut und das würde es auch maßlos überfordern. Aber einfache 4K-Clips zu schneiden oder selbst wenn man auch iMovie verwendet, um wirklich mal ein paar kurze Clips zusammenzuschneiden, tut das Gerät absolut. Aber wenn es mehr wird, also für meinen Workflow, den ich so habe, mit dem, was ich hier für YouTube produziere, wollte ich das, um ehrlich zu sein, mit diesem Gerät nicht schneiden. Das heißt, da merkt man schon, dass einfach Leistung fehlt und da muss man dann auch ganz, ganz realistisch sein, wenn jemand wirklich ein Gerät sucht, um all solche, ich sag mal, Dinge zu tun, die über den Office-Gebrauch rausgehen, würde ich persönlich sagen, ist dieses Gerät zu leistungsschwach und das muss man einfach wissen. Wer wirklich einfache Anforderungen hat, auch einfache Videoschnittprojekte hat, der kann das mit einem solchen Gerät hier sicherlich auch problemfrei noch tun. Ja, dann die Non-Touchbar-Variante hat ja nur zwei USB-C-Ports. Auf der anderen Seite ist keiner. Da ist nur der 3,5 mm Kopfhörerausgang. Reicht das aus? Da hatte ich am Anfang massive Bedenken, dass ich damit nicht hinkomme. Ich kann euch sagen, ich habe mich persönlich damit super arrangiert. Ich mit diese zwei USB-C-Ports. Ich hatte noch keinen Umstand, wo ich einfach den Eindruck hatte, hey, jetzt wäre ein dritter Port notwendig. Es geht gar nicht ohne. Das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass ich einfach hier mit sehr vielen Adaptern rumlaufe. Das hier, wie gesagt, ist so ein Adapter, den ich häufig verwende. Drei normale USB 3.0 Ports, HDMI-Ausgang, Netzwerk, ein durchgeschliffener USB-C-Port nochmal, SD-Kartenleser etc. Und damit kommt man dann ganz gut hin. Wenn ich dann in Kundenszenarien unterwegs bin, wo wirklich nur ein VGA-Beamer vorhanden ist, dann nehme ich hier den Original-Apple-Adapter. Auch das passt einwandfrei. Ich habe hier noch so einen kleinen Adapter, der einfach nur USB C auf USB 3.0 adaptiert, wenn das denn mal sein muss. Und das passt, also komme ich hin. Vier Ports sind natürlich besser, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber für mich persönlich komme ich auch mit diesen zwei Ports hin. Das habe ich mir am Anfang, um ehrlich zu sein, bedeutend schlechter vorgestellt und ja, das ist dann doch besser als erwartet gewesen. Ja, Akku, dieses Gerät hat jetzt auch schon einige Ladezyklen hinter sich. Ich müsste mal nachgucken. Ich habe es ja jetzt, also ich habe es gebraucht gekauft. Das heißt, es war schon ein paar Monate alt. Also es hat jetzt ein gutes Jahr, sagen wir mal, auf dem Buckel. Und der Akku hält gefühlt wie am ersten Tag. Ich glaube, nach Coconut Battery, ich müsste noch mal nachgucken, liegt die Akkukapazität immer noch bei 93% ungefähr von der Originalladung. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Und der Akku hält wirklich, ich sag mal, im Office-Alltag, wenn ich den unterwegs verwende, Display-Helligkeit nicht auf ganz hoch, komme ich über einen normalen Arbeitstag, wenn ich so im Kundendienst oder Außendienst unterwegs bin, super hin. Ich kann euch jetzt keine wirklichen, dass ich sage, okay, der hält unter mit Safari-Nutzung so und so viele Stunden, das habe ich nicht, um ehrlich zu sein, ausgetestet, aber es ist nicht so, dass mir der Akku negativ aufgefallen wäre im täglichen Handling. Ganz im Gegenteil, er wäre mir sogar eher positiv aufgefallen, ohne da jetzt eine genaue Zahl dran zu machen, aber Akku ist etwas, wo ich sage, ja, das passt bei diesem Gerät auf jeden Fall. Portabilität, das wollte ich sagen, also das Gerät habe ich ja zum Mitnehmen gekauft. Ich habe hier so eine schöne Hülle von Door June Hamburg, die passt sehr, sehr gut mit einem ordentlichen Reißverschluss. Da drin transportiere ich mein MacBook immer. Es ist wunderbar leicht, schön zu transportieren in jeder Notebook-Tasche, also das passt wunderbar zu 100%. Und hier vorne passen dann sogar noch die ganzen Adapter mit rein oder ich werfe die einfach so in meine Notebook-Tasche. Also das auf jeden Fall etwas, wo dieses Gerät für konzipiert wurde und damit bin ich extrem glücklich, was Gewicht und Größe angeht für den Transport. Jetzt gibt es nochmal die etwas kleinere MacBook-Variante ohne Pro. Die ist natürlich nochmal eine ganze Ecke leichter und minimal kleiner. Ja, aber da habe ich auch nochmal ein anderes Leistungsthema. Von daher bin ich mit meiner Entscheidung, was das grundlegend angeht, schon nach wie vor sehr, sehr zufrieden. Ja, jetzt für mich die allentscheidende Frage, würde ich dieses MacBook in der Non-Touchbar-Variante, also die Einstiegsvariante, auch was die Performance angeht, nochmal kaufen? Und ich bin da ganz ehrlich zu euch, ich würde sehr wahrscheinlich die paar hundert Euro drauflegen und würde mir die Variante mit Touchbar kaufen, aber gar nicht
nicht aus dem Grund, dass ich unbedingt die Touchbar brauche, sondern schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass die Touchbar-Variante dann doch mit bedeutend mehr Performance nochmal daherkommt. Das ist so der einzige Punkt. Ansonsten alles andere, wie ihr auch gerade eben selbst gehört und gesehen habt, angefangen von der Tastatur über Trackpad, über das Gesamtpaket MacBook, bin ich extrem zufrieden. Ich bin sowieso ein Apple-Freund. Ich habe sehr viele Dinge von Apple, wie eingangs erwähnt, und würde auch jederzeit wieder danach greifen. Aber wie gesagt, aus Performancegründen hier sicherlich eher zu der Variante mit Touchbar inzwischen. Wobei, wie gesagt, wenn ihr einfach nur im Office-Anwendungen, Internet-Surfen etc. Damit erledigen wollt, dann kommt ihr hiermit dicke hin und dann muss es ganz einfach auch nicht mehr sein. Ja, jetzt bin ich bei, ich glaube, ungefähr 16 Minuten unfassbar angelangt. Falls jemand wirklich hier bis zum Schluss dran geblieben ist, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wer wirklich so viel Zeit mit mir verbracht hat. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich, wenn euch das gefallen hat, über einen Daumen nach oben und auch ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und ansonsten würde ich vorschlagen, sehen wir uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!